ist nicht hier, aber ich kann ihn dann jetzt nicht hier so lassen. Den armen Diego. Das geht doch nicht. Der arme Diego. Wo willst du hin? Boah, auf welcher... Wenn ich wieder an Bord bin, schicke ich einen Seemann her, der ein Auge auf Diego wirft. Ich möchte nicht, dass er aufwacht und denkt, wir haben ihn seinem Schicksal überlassen. Habe ich nicht gesagt, woanders hin? Wo willst du hin? Lass uns lossegeln! Wo gab es Wasser? War da nicht... Hallo? Crab? Ich glaube, Crab Island war das. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher. Die Lampe ist zu heiß, um sie sofort anzufassen. Geht das jetzt vielleicht mit dem Stab? Nein. Nee, das war doch nicht... Nee, das war das nicht. Wo willst du hin? Dann war das doch Hollow Island. Ach, ich war schon wieder an Bord. Wo willst du hin? Einem anderen Lass Ort. Uns lossegeln! Dann war das doch Hollow Island. Ja. Hier konnte man doch... ich glaube Wasser oder sowas holen. Wenn mich nicht alles täuscht. Hat Sancha noch irgendwas Neues für uns? Hallo, Sancha. Hallo, Morgan. Nee, hat sie nicht. Dann gehen wir mal in das untere Viertel. Ich glaube, da war nämlich Wasser. Und vielleicht müssen wir hier irgendein Gefäß mit Wasser auffüllen. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, vielleicht geht das hier. Hat Percy noch irgendwas für uns? Hi, Percy. Ja? Was finden Sie faszinierend an der Pflanzenwelt, Percy? Naja, es ist wie ein schönes Gemälde. Man kann es sich 100-mal anschauen und immer noch neue Dinge entdecken. Sie sind ein Mann mit vielen Überraschungen. Ich wusste nicht, dass Sie sich für Malerei interessieren. Das tue ich nicht. Es war nur ein Beispiel. Einen Moment. Oh, gerade mal einen Schluck getrunken. Waren wir eigentlich schon mal hier und hatten nach der Pflanze gesucht. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber die sieht auch nicht so wirklich dabei aus. Nein. Dann fragen wir mal Miss sowieso. Ob sie vielleicht schon mal von sowas gesehen... Miss Brown. Schon mal sowas gesehen hat. Hallo, Miss Brown. Hallo. Guten Tag, Morgan. Nee, mit der kannst du aber an den Tanner quatschen. Gut. Dann gehen wir mal wieder zurück. Dann hat es doch nichts gebracht. Ja, und auf Bounty Island, da braucht man ja auch nicht nachzusuchen. Was wir aber machen können... Nathaniel, können wir bei ihm nochmal klopfen, mit ihm reden? Nathaniel scheint nicht zu Hause zu sein. Gasthof, geht das jetzt?
Haben die jetzt offen? Nein. Hab schon verstanden. Oh, sie ist abgesperrt. Okay. Tja, Bounty Island. Wo willst du hin? Lass uns lossegeln! Bounty Island, das wird nichts bringen. Das wird nichts bringen. Der Seemann, den wir hier gelassen haben, hat nicht gelogen. Diego ist stehen geblieben. Nämlich genauso, wie wir ihn hinterlassen haben. Dieser Mann ist wirklich außergewöhnlich. Oh, ich hoffe, er atmet noch. Was steht eigentlich im Questblock? Diego aufwecken. Diego ist bewusstlos. Ich muss ihn wieder auf die Beine bringen. Ja. Ich bin gerade im Überlegen auf Bounty Island. Was ist da alles? Na, also... Da ist ein Rathaus, da können wir nichts rausholen. An dem ehemaligen Haus von uns auch nicht. Bei dem Briscoe, da ist ja auch noch nichts. Oben auf den Flattop Hills, da ist auch nichts mehr zu holen. Nee, also ich glaube, Bounty Island lohnt momentan auch nicht. Nur wie bekommen wir ihn jetzt hier wieder wach? Warte mal. Geh mal hoch. Dieser dunkle Fels, könnte das vielleicht Feuerstein sein? Nee. Schade. Jetzt aber auch kein Säul mehr, ne? Sprech mir nochmal mit. Ich bin so stoned. Buck! Was kann ich für Sie tun? Kaputte Brücke! Die Brücke da drüben ist kaputt. Ja, ich werde sie demnächst reparieren. Wenn ich weniger zu tun habe, wissen Sie? Ist es so schwierig, einen freien Tag zu finden? Freier Tag? Ich brauche alleine eine komplette Woche, um den Plan aufzustellen. Ach du Scheiße. Was ist das für ein Gerät? Was haben Sie da für ein seltsames Gerät? Damit presse ich meine Nüsse aus. Wie bitte? Das habe ich auch gerade gedacht. Ich benutze es, um Öl aus Nüssen zu pressen. Ach so. Dann gib uns mal eine Nuss. Dann haben wir nämlich Öl. Könnte uns doch mal so eine Nuss geben. Nein. Das hier. Ihn haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Das. Ah, oh, haben wir alles abgeklappert, wa? Briscoe, was meint der? Signor Briscoe. Ja?
Könnten Sie sich vorstellen, an einem solchen Ort zu leben? Ich weiß nicht. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens damit verbracht, Geschäfte zu machen. Deshalb weiß ich, dass ich jetzt definitiv etwas Ruhe und Einsamkeit genießen könnte. Aber ich weiß auch, dass Elizabeth nicht an einem solch isolierten Ort leben könnte. Ohne ihre Freunde zum Bridge-Spielen würde sie zu Solitär überwechseln müssen. Wie grausam. Oh. Was? Ich habe nichts gesagt. Was Öl. Es ist eine Nusspresse. Ich muss zuerst Nüsse einlegen, dann kann ich sie benutzen. Tja, aber dafür müssen wir erst einmal Nüsse finden. Oder gibt er uns jetzt vielleicht ein paar, wenn wir jetzt den nochmal ansprechen, wenn wir die Nussschale hier angeguckt haben. Was kann ich für Sie tun? Eine dünne Metallstange, ja. Ich brauche irgendwo Nägel. Ich kann nicht nur den Hammer benutzen. Ja, aber wo kriegen wir denn Nägel her? Nägel. Pilze. Oh, die packe ich auch nicht mit dem Stab hier an. Bruchstelle. Warte mal. Ah nee, das konnte man nur einmal, ne? Glaube ich doch nur einmal. Weil ich das richtig hier in Erinnerung habe. Wo willst du hin? War. Wenn ich wieder an Bord bin, schicke ich einen Seemann her. Ja, der auf Diego aufpasst. Und zwar hier auf Crab Island. Gab's doch eine Maschine. Immer noch da, dieser Fremde. Mal gucken, ob Anita irgendwas Neues hat. Anita? Ja, Morgan? Nicht wirklich. Was haben wir denn? Tja, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich die Jackpot-Maschine jetzt nochmal. Ich muss eine Dublone einwerfen, damit sie funktioniert. Ich speichere jetzt mal ab. So, dann nehmen wir die Dublone und werfen die hier rein. Und wenn das was gebracht hat, dann ist es in Ordnung. Und wenn nicht, dann gehen wir vom Speicherpunkt aus wieder